neue kleine Ampeln, weiße Markierungen auf dem Boden und verwirrte Radfahrer. Ihnen zuliebe hat die Stadt Gelsenkirchen mehrere Kreuzungen ausgebaut. Eigentlich, um mehr Sicherheit zu schaffen. Ja, wir stehen hier gerade an der Florastraße, Kreuzung Bismarckstraße, und haben hier neue Radverkehrsanlagen im letzten Jahr eingerichtet, die etwas Besonderes in sich haben. Wir haben einmal hier das direkte und das indirekte Linksabbiegen. Indirektes Linksabbiegen? Was auch immer das heißen soll. Wie gut, dass es Schilder gibt, die das Ganze auf einen Blick verständlich machen. Oder auch nicht. Was macht ihr hier? Wir erklären nur die Kreuzung. Ist sie so schwierig? Ob es wirklich so schwierig ist? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Das indirekte Linksabbiegen, dabei bleibe ich am rechten Fahrbahnrand, an der Bordsteinkante, fahre geradeaus über die Kreuzung rüber bis zu meiner Aufstelltasche, schaue mir dann das Radfahrsignal an und fahre dann weiter über die Kreuzung, wenn ich ein grünes Signal bekomme. Moment mal, jetzt nochmal langsam. Ich fahre auf dem rechten Radstreifen einfach geradeaus in die Kreuzung und stelle mich in die markierte Fahrradaufstelltasche. Ja, das heißt wirklich so. Fahrradaufstelltasche. Da steht man dann erstmal und hat sogar Zeit für eine kleine Reparatur. Gestört wird man nicht. Hier ist es sicher. So geborgen ich mich aber auch fühle, wird die Ampel grün, geht's links rum und raus aus der Kreuzung. Ich will ja auch ankommen. Und das vollkommen entspannt. Wem Linksabbiegen also bisher zu unsicher war, dem bietet die Stadt jetzt eine Alternative. Und ihr wisst jetzt, wie die funktioniert. Viel Spaß auf dem Rad! Hab's noch nicht verstanden, ja.